Eine Woche ist schon wieder vorbei und das nächste Video auf Einfachrasen ist wieder online. Ich hoffe, jetzt ist die Aufnahme viel besser geworden. Also ich habe mir jetzt endlich das Mikrofon gekauft und es hängt jetzt da drüber und ich hoffe, das passt jetzt. Ja, was steht heute an? Heute steht einmal, zeige ich euch mal ein bisschen die Fläche nach dem Düngen. Ja, und das zweite auf jeden Fall, wie kriege ich meine Bewässerung hoch? Teil 2 ist eigentlich heute das hauptsächliche Video, aber wir laufen auf jeden Fall nochmal über die Rasenfläche und das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Endlich bessere Ton- und Tonaufnahmen, finde ich richtig cool. Ja, aber im Großen und Ganzen gehen wir mal zurück zur Rasenfläche. Also, der Rasen ist richtig bombastisch geworden. Ich habe letzte Woche ganz leicht gedüngt. Das habe ich, glaube ich, schon in dem Poa-Video gesagt, dass ich ganz leicht düngen werde, damit er wieder ein bisschen Futter kriegt. Ja, aber nicht zu viel düngen, ja, damit der Rasen brennt. Drauf habe ich gar keinen Nerv. Also für euch ganz wichtig, immer nur punktuell düngen und punktuell wässern, so wie man es braucht. Also, ansonsten guckt euch an, die Rasenfläche ist gigantisch. Auch hier meine neue Anlage, wo ich gerade drauf stehe, ist bombastisch geworden. Ja, und er ist schön dicht, also wirklich, guckt es euch an, richtig schön dicht, ja, geil. Ich bin jetzt hoch, wie gesagt, auf 37 mm und es ist eigentlich richtig cool geworden. Ja, kommen wir mal zur Bewässerung. Teil 1, habe ich euch, ich setze mich mal kurz hin, ein bisschen mehr Schatten. Teil 1 habe ich euch gezeigt, wie ich das Ding hier gebaut habe. Ist richtig cool. Ja. Viele haben mir geschrieben, danke Uwe. Klar, die Garantie erlischt, wenn man sowas macht, aber drauf geschissen. ist richtig cool geworden, muss ich wirklich sagen. Und viele haben mir geschrieben, geil, endlich, wenn ich eine Neuanlage mache, kann dann alles schön wachsen und liegt nicht mehr auf der Erde herum oder auf dem Rasen. Richtig cool, ja. Punkt 2, was machen wir mit dem Schlauch? Ja, da habe ich was, Tolles gehabt, muss ich wirklich sagen. Ich hatte, das ist das, was ich für die Schläuche benutze. Ich habe von der Wurzelfolie hatte ich noch so Heringe übrig. Ich hole mal kurz einen, damit ihr es einfach mal seht. Ja. Raus. Also, ich hatte so einen Hering übrig, ja? Oder einen Haufen Heringe übrig. Und dann habe ich mir gedacht, ist so, okay, was mache ich daraus? Kann ich das ein bisschen herumbasteln, ja? Um was Cooles hinzukriegen? Ja, ich habe da ein Stückchen abgesägt und etc. ein bisschen viel herumprobiert. Biegen konnte ich das leider nicht, so wie ich das eigentlich machen wollte. War ein bisschen ärgerlich, ja? Deswegen habe ich quasi immer ein Stück weggesägt und dann quasi angesägt. Und das zeige ich dir jetzt kurz schnell im Durchlauf. Genau jetzt.
So, jetzt habe ich euch mal kurz gezeigt, wie diese Dinger ich selber hergestellt habe. Ist eigentlich ganz easy. Geht pro Teil vielleicht eine Minute höchstens, ja, und dann hat man es, ja. Aber jetzt zeige ich dir, wie ich auch meine Bewässerung hier hinten installiere und wie alles schön in der Luft ist. Also, viel Spaß! So, wieder zurück, kurz und knackig. Also ihr seht, man kann hier schön Luft unter dem Schlauch, es liegt nichts herum. Richtig cool, also für euch, was ihr auch braucht. Ja, in dem Sinne war es das schon mit dem Video. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Kanal hier abonnierst, ja, damit auch du ein Teil dieser riesigen Community wirst. Ja. Was einfach Rasen angeht, kannst du auch gerne hier einfach kurz abonnieren und das Video liken. Und wenn du mich jeden Tag erleben willst, kannst du auch hier, ding, einfach Rasen auf Instagram eintippen und erlebst mich jeden Tag. Einfach Rasen ist einfach geil. In dem Sinne, haltet die Ohren steif. Euer Ugo von Einfach Rasen. Bis zum nächsten Video. Ciao.